Herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Rise of the Tomb Raider. So, ja, da sind wir. Haha. Anstatt Assassin's Creed, was wir jetzt fertig haben, kommt jetzt Tomb Raider. Ja, den ersten Teil haben wir auch schon durchgezockt. Mit der netten Lara. Und, jetzt werden wir hier sozusagen die Reise von Tomb Raider zocken. Und, ich habe bisher kurz mal reingeschaut, nur ganz kurz, um ein bisschen die Steuerung zu gucken, aber ist, glaube ich, alles so alt geblieben, wie es vorher war. Und ja, bevor wir jetzt loszocken, folgendes nur noch mal zum Verständnis. Es ist wieder so ein Sammelspiel, also man kann sich hier Dot sammeln, ja, also von Sachen Dot sammeln. Ich werde das aber dann so halten, dass ich das Game zocken werde, die Aufnahme sozusagen pausiere und dann mit euch dann weiter einsteige, wenn ich sozusagen Geschichte vorantreibe weiter. Ansonsten das ganze Sammeln und das ganze Gedöns, das erspare ich euch sozusagen komplett, ja. Und wir machen sozusagen nur die Story, okay? Also, für mich ist das Game eigentlich komplett blind, also bis auf die ersten paar Videosequenzen und das bisschen Laufen, was ich gemacht habe, ja. Sonst ist alles blind. Also, wir hauen rein, machen ein neues Spiel, ja. Machen erfahrenen Räuber, ja. Und da ist sozusagen, wie es ja schon unten steht bei der Herausforderung, Kampfziele, ja. Im Kampf ist die Zielhilfe deaktiviert, das ist okay. Gesundheitsregeneration nur außerhalb des Kampfes. Ich habe noch so leicht Husten, tut mir leid. Feinde haben mehr Gesundheit und mehr Schaden und natürlich geschärfte Sinne. Das Überleben, das will ich jetzt ungern erstmal machen. Ich will erstmal das Normale machen. Und gut, ist das Extreme ist dann noch schwieriger. Speichern ist nur an Lagerplätzen. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Also will ich nicht. Ich mache erfahrene Räuber, weil ich will so ein bisschen Spannung, bisschen. Ja, 10 Beißen haben etwas dazu und aber halt einen Spielfluss haben. Okay, also hauen wir rein. Ich bin jetzt still. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wo
Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Nein, Lara! Au! Au! Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! So, ich halt absichtlich die Klappe. Versuch die Stimmung nicht kaputt zu machen. So wie jetzt. Ja, also. Es geht immer weiter voran. Okay. Ja. Los, komm. Da müssen wir wohl durch. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesem Berg. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Wow, hier ist viel verlorenes Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Schaffst du's rüber? Ich schaffe das! Ach du Scheiße! Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geb dir etwas Seil! Hast geschafft, Laura! Du packst es! Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott.
Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf. Komm, fahr! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Komm schon, Lara! Ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen.
Vince! Anna! Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Ach, mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit. Nein. Zurück mehr. Es muss hier sein. So, und herzlich willkommen. Ich habe extra die Klappe gehalten. Oh. Seht ihr da hinten? Bisschen Bombenstimmung da hinten. Ui. Ja, wie gesagt, habe jetzt extra Klappe so weit gehalten. Damit wir wenigstens ein bisschen Geschichte, Atmosphäre aufbauen können. Und... Okay, bevor es jetzt weiter quatscht. Ich werde absichtlich länger die Klappe halten, damit einfach die Atmosphäre rüberkommt. Ja? Also, so viel quatschen werde ich jetzt nicht. Schon mit Absicht, ja? Einfach, damit man das Spiel genießen kann. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Oh. Okay.
Irgendwas ist hier. Was gefunden? Ein religiöses Symbol. Detailliert und mit Edelsteinen verziert. Könnte byzantinisch sein, vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Okay. Gerade jetzt per Zufall einfach mal hier lang gelaufen. Na gut. Könnte es das wirklich sein? Oh, blaues Knicklicht. Was macht das? Es leuchtet blau. Ja. Cool. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Okay. Das heißt, wir müssen okay. Hier wahrscheinlich alles hier untersuchen. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Ach so, man guckt sich ein paar Bilder an der Wand an und dann hat man bessere Sprachmöglichkeit. Mit Q kann man hier diese Art Fähigkeit öffnen. Das möchte ich auch. Ich gucke mir ab sofort Bilder an und dann kann ich die Sprache. Das ist super. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Mhm. Was? Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Ach, hier gleich. Das er führte noch. Seine Anhänger okay. Durch die Wüste zur Oase. Geheimer Eingang. Okay. Wie gesagt, tut mir nochmal leid wegen meinen Husten. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Sieht schon echt nett aus. Wartet mal, einen Moment. Machen Screenshot. Das wird mein Tomb Raider-Bild. Q? Achso, wo ich dann hin muss. Das habe ich ja schon gewusst. Der 6. Sinn oder der 7. Sinn, wie man es nimmt. So, nach oben also. Oh, noch nicht? Achso. Oh. Oh nein. Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Oh. Wow.
Also einen dramatischen Auftritt kann die auf jeden Fall nehmen. Ich muss also da nach oben. So. Nach unten darf ich bestimmt nicht mehr. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ach. Hallo, Herr Skorpion. Mehr Waffen und Schwerter. Seht ihr die ganzen Krabbelfischer? Sehr nett. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Oh, eingestürzt hinter uns. Okay. Da haben wir was. Okay. Ups, Entschuldigung, ich wollte dich nicht umwerfen. Das Bild war hier, genau. Der Prophet. Ermordet durch den Trinity-Orden. Okay. Das habe ich so aus den Augenwinkel. Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Noch irgendwas zu finden, so auf der Schnelle? Nee. Verdammt, das war echt knapp. Wow. Okay. Stirb! Wir haben damit unendlich Schuss. Geil. Cool. Ganz kurz mal auf die Karte schauen. Ja, also das ist zurzeit unsere erkundete Karte, die wir haben. Okay. Sie sprengen sich den Weg frei. Was soll ich hier machen? Achso, ich dachte, damit kann man auch aufmachen. Schauen. Und jetzt? Aber sowas von geklappt. Ah!
Oh. Oh. Wow. Okay. Unglaublich. Ja, davon mache ich auch mal ein Bild. Sieht echt nett aus. So, was müssen wir machen? Jetzt gehen wir davon aus, da müssen wir hochkommen. Ah, ich glaube, wir müssen auch hier den Wasserspiegel steigen lassen. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Zu finden? Okay, so lange kann sie nicht die Luft anhalten. Ist okay. Na los. Dass das hier eigentlich nicht von alleine vollgelaufen ist, ist echt ein Wunder. Ah, hier hoch. Das mal. Okay. Das war jetzt gerade zur Zeit so laut auf den Ohren. Warte. Einen Moment. Ich habe bei mir die Kopfhörer einfach leiser gemacht. Ja, oh, 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 ich wollte... Nein! Alles runtergefallen an den Köpfen. Ich glaube, hier muss ich öffnen. Oder? Ja, hier ist es. Entschuldigung, dass ihr alle runterfallt. Danke. Okay. Verdammt, sie sind fast drin. Wo ist ein Gegner? Na gut. Das Licht ist einfach angegangen. Okay. So, wir gucken auf die, ganz kurz auf die Karte. Okay, es gibt Sammelsachen hier. Okay, das heißt, wir werden dann gleich weitermachen. Ja, also bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Alles gesammelt, was ging. Und weiter geht's. Das ist das letzte. Mein Herr. Das gibt's extra später nochmal. So. Richtig? Okay. Hier liegt Geld rum, das kann ich noch aufheben. Alles, aufschlagen. Okay.
Gefunden. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an.
Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Nicht auf! Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen.